Also hier haben wir jetzt mal ein Audi A6 mit Verdacht auf Anlasserprobleme. Und dazu müssen wir erstmal die Autobatterie abklemmen, weil der Anlasser am Hauptstrom angeklemmt ist. Und wenn wir den abstecken, besteht die Gefahr, dass man einen elektrischen Schlag bekommt. So, der Florian baut jetzt erstmal die Batterie ab. Dazu lösen wir jetzt diese Plastikabdeckung von der Batterie und lösen die zwei 10er Schrauben an der Batterie. Der Pol schaut gut aus. Voll lecker. Grünschmand. So, jetzt sind beide Pole abgeklemmt. Es kann da nichts mehr passieren. Die Abdeckung nehmen wir mal raus. So. Und jetzt müssen wir den Audi hochlassen, weil den Anlasser kann man nur von unten ausbauen. Genau. So, jetzt befinden wir uns unter dem Auto und der Anlasser ist genau da. Das ist der Anlasser. Der schaut jetzt auch nicht mehr so frech aus. Genau, und da haben wir da oben eine Schraube. Da. Das Licht, das sieht man jetzt so. Jetzt hat. Da ist eine Schraube. Und auf der anderen Seite. Ja, da komme ich mit der Kamera jetzt nicht so hin. Auf jeden Fall. Doch, da oben ist er. Ja, das sieht man nicht. Gehen wir mal auf die vordere Schraube. Die ist jetzt nicht so toll. Das wäre jetzt diesejenige da oben. Da könnte man sie sehen. Aber ich denke, dass aufgrund der Ölwanne das alles etwas schwierig wird. Und wir dazu einen Winkel brauchen, um da drauf zu kommen. Was für eine Größe ist das? 16. 16, ja, also 16er Schrauben sind drauf. Ja, das ist ziemlich schwierig, aber das kriegen wir auch raus. Sieht man schlecht hin. Schauen wir mal, dass die Schraube rausgeht. Bist du schon drauf? Ja, die ist schon gelöst. Okay. Ja, ging doch recht einfach. Bevor wir den Anlasser rausnehmen können, müssen wir natürlich dann erstmal die Stromleitungen wegmachen. So, das ist jetzt die zweite Schraube. Genau, da ist er. So, der Anlasser ist jetzt theoretisch gesehen frei. Und jetzt müssen wir da erstmal die Stromkabel alle wegmachen. Okay, also wir lösen jetzt den Stecker. Oder die Ansteuerung für Magnetschalter, das ist dieser Stecker hier. Und die Stromversorgung des Magnetschalters und des Anlassers, das ist diese Schraube mit 13er Schlüsselweite. Genau, und deshalb haben wir oben den Strom abgesteckt, beziehungsweise die Batterie, dass wir da beim Ausbau keine Gewicht kriegen, weil das ist nicht ganz so gesund. So, der Anlasser ist jetzt abgebaut. Das obere Kabel ist die Stromversorgung für den Anlasser. Und das untere ist die Ansteuerung für Magnetschalter. Richtig. So, und jetzt bauen wir den Anlasser dort oben aus. Der hängt jetzt noch da oben drinnen. Den schauen wir jetzt mal, dass wir den von der anderen Seite irgendwie durch dieses Loch rausbringen. Am besten, glaube ich, erstmal nach hinten abziehen. Genau, da ist er. Der ist eh schon locker, das sieht man schon. Genau, jetzt ziehen wir den ein wenig raus. Ziemlich eng, ne, alles. Ziemlich eng. So, da ist das gute Stück. Genau. Ja, könnte durchpassen. Jawohl.
Perfekt. So, da ist der alte Anlasser. Der schaut richtig lecker aus. Gehen wir mal ins Licht, ich schicke das ein wenig besser. Genau. Da ist jetzt der Anschluss für den Strom. Und da hinten ist der Anschluss für den Magnetschalter. Das ist der neue Anlasser. Da haben wir jetzt mal den Hersteller abgeklebt, weil wir wollen ja keine Werbung machen. gehen wir mal den alten. Wo ist denn der alte? Wenn man es ein bisschen vergleichen kann. Der alte Anlasser. So. Da ist der alte. Drehen wir rum. So, genau. Jetzt sieht man ungefähr, also das sind schon ziemlich die gleichen. Natürlich jetzt ist er ein wenig modernere, der hat ein bisschen ein Upgrade gekriegt. Aber die Anschlüsse sind alle gleich. Da ist wieder der Stromkabel, Hauptstrom. Und da hinten ist das für den Magnetschalter. Genau, und den bauen wir jetzt wieder ein. Also es schaut auch genau gleich aus, das Modell. Nur natürlich viel sauberer und besser. Genau. So, nochmal den alten weg. Und den neuen, den bauen wir jetzt so ein, wie wir den alten rausgeholt haben. Der kommt da wieder durchs Loch durch. Andersrum. Genau, vielleicht ein wenig Licht. So, genau, durch das Loch, wo wir raus haben, kommt der neue auch wieder rein. Geht am besten, ja, vorne rechts über den Querlenker. Da ist genug Platz. Der muss natürlich wieder ins Getriebe rein. Jawohl, also die Position ist schon mal da. Natürlich müssen wir darauf achten, dass er richtig drin ist und dass auch die Löcher dastehen, wo die Schrauben wieder rein müssen. Schaut gut aus, oder? So ist gut, ja. Perfekt. Alles klar. So, jetzt schließen wir den Anlasser noch an und dann melden wir uns wieder, ja, wenn er eingebaut ist. Also wird so eingebaut, wie er ausgebaut ist, und dann machen wir mal Startversuche, ob der Motor wieder normal anläuft. Also wie ihr seht, da ist der neue. Die Kabel sind jetzt natürlich noch ab, die schließen wir jetzt noch an und dann machen wir die Proben. Bis gleich. Der Anlasser ist jetzt eingebaut, Strom ist auch wieder dran. Jetzt machen wir mal ein paar Probeläufe, so zwei, drei Mal, und schauen wir mal, ob der Motor gut startet. Also, los geht's. Okay. Einmal. Hört sich schon mal gut an. Sehr schön. Gut, ja, scheint zu gehen. Also wir haben das Auto jetzt mehrmals gestartet und haben eine Probefahrt gemacht. Funktioniert alles und wir hoffen, dass das in Zukunft auch so bleibt. Wir freuen uns, dass ihr euch das Video angeschaut habt und hoffen, dass ihr beim nächsten Video auch dabei seid.